mein Name ist Michio Braun und ich bin an der TU und ich habe ein Startup, der ist TwitHackt, wo wir Twitter-Daten analysieren. Der Vortrag war über Scalability Challenges in Big Data Science, also was man macht, wenn man Daten analysiert und das mit wirklich viel. Big Data ist, also eigentlich ist es halt wieder so ein Buzzword. Das macht eigentlich, ich glaube, das gab es schon ziemlich lange, also seit ein paar Jahren gibt es einfach sehr, sehr große Datensätze. Und die Leute haben trotzdem das Gefühl, dass man da was rausholen kann. Und Big Data ist dieser Oberbegriff für das Ganze. Und wie der halt versucht, dass man sehr, sehr viele Daten hat, versucht daraus irgendwas Sinnvolles zu extrahieren. Das sind also skalierbare Datenbanken. Also ich sehe es immer, es gibt so beide Seiten. Es gibt einerseits die Datenbank, aber auch die Berechnung. Also skalierbare Datenbanken und auch skalierbare Berechnungen, also Reduce oder Stream Processing, das sind so die Stichwörter. Und was mir besonders am Herzen liegt, ist sogenannte Stream Mining. Das sind so Methoden, die in Echtzeit auch sehr gut arbeiten. Ja, es gibt also diesen Stream Processing, wie zum Beispiel dieses Storm von Twitter, das ist also relativ bekannt ist, wo man halt diese große Berechnungen auf so Plastik verteilen kann. Bei diesem Stream Mining, da gibt es noch nicht so richtig Projekte, das ist eher noch so akademisch, aber da werde ich auch selber dran, das ist irgendwie zugänglich zu machen. Wir haben zum Beispiel viel mit Cassandra gemacht, das ist so eine sehr schöne Datenbank, die sehr interessante Feature hat. Dieses Storm und Esper, das ist das Stream Processing Framework, das ist auch sehr interessant. Also wir haben in meiner Arbeit so ein bisschen darüber hinausgewachsen, weil wir festgestellt haben, dass es für unser spezielles Anwendungsgebiet das gar nicht so richtig passt. Das ist eine Echtzeitanalyse von Twitter-Daten. Also die Daten von Twitter werden Millionen am Tag und man möchte halt in Echtzeit herausfinden, worüber die Leute reden und was es für Trends gibt und so. Das war so ein langer Prozess. Also wir haben auch mit ganz klassischen Datenbanken angefangen. Wir sind auch so auf diese NoSQL-Datenbanken übergegangen und haben dann festgestellt, dass es quasi nicht ausreicht. Und sind dann halt uns auch reingetastet über was Eigenes entwickelt. Die Architektur ist so, dass die Daten kommen also als Strom rein. Und das Besondere ist halt, dass man behält halt quasi nur so ein Hot Set, also die interessanten Daten sind halt im Speicher, damit es möglichst schnell ist. Und man versucht halt den Teil der Daten, der interessant ist, möglichst im Speicher zu halten, dass es möglichst schnell ist. Also es ist gar nicht so festplattenbasiert, oder man hat auch keinen richtigen Cluster, sondern es geht eher darum, dass man sich auf den interessanten Teil der Daten möglichst gut konzentriert. Das ist diese Twitter-Analyse, das ist halt sehr. Also zum Beispiel so PR-Firmen, die wissen wollen, die halt Monitoring machen wollen in Social Media. Oder auch zum Beispiel unser neues Projekt über Fernsehserien. Also gucken, wie der was auf Twitter über gewisse Fernsehserien gemacht wird. Und das sind halt auch Leute, die mit Medien und sowas tun. Ich glaube, das Ganze muss halt noch so ein bisschen mehr zusammenkommen. Zum Beispiel gibt es halt diese skalierbaren Datenbanken, diese Stream Processing Frameworks, dieses Stream Mining und im Endeffekt, also mein Eindruck ist immer, dass man schon alles drei zusammen braucht, um halt diese Echtzeitdatenbanken zu kriegen. Also Echtzeit ist wirklich ein großes Thema, was in den nächsten Jahren auch noch, also auch abseits von Twitter zum Beispiel, alle möglichen Arten von Eventdaten zu analysieren. Grundsätzlich alle Firmen, die halt, also das ist die Technologie, ist halt nicht nur auf Twitter beschränkt, sondern generell auch Firmen, die halt sehr, sehr große Daten haben, die echt zu anfangen und die wissen wollen, was in diesen Daten drin steckt. Da denke ich halt, dass wir mit unserer Technologie auch Vorteile haben gegenüber so klassischen Business Intelligence Ansätzen oder was da alles in eine Datenbank auch schon reinschmeißt. Da geht es halt mit den Ansätzen, die wir haben, halt sehr schnell. Weil ich den Eindruck habe, dass so diese einfachen Sachen, die bringen dann schon sehr weit. Das richtig gut hinzukriegen, ist sehr, sehr schwierig. Mhm.
bei Twitter, weil es relativ gut ist, an diese Daten ranzukommen. Also man kriegt so einen gewissen Teil der Daten relativ frei. Mhm. Facebook wäre natürlich das nächste, weil also Sachen wie Tumblr zum Beispiel sind auch sehr interessant, weil das sehr viel passiert. Mhm. Oder Pinterest, so die Sachen. Mhm. Ja, genau, wir machen also auch immer gleichzeitig. Also wir sind im Prinzip, unsere Hauptkompetenz ist quasi diese Technik, dieses Backend, aber man muss sich natürlich auch immer um das Frontend kümmern und da basteln wir schön mit JavaScript und bringen Sachen zusammen, die schon bei uns gibt. Ja, das heißt twinpack.com und da gibt es so verschiedene Demos von der Sachen, die wir haben und für diese Fernsehserien, die Seite heißt Serien oder da die. Auf jeden Fall, also wir am meisten interessiert sind natürlich jetzt an Sekunden, sozusagen, die diese Analyse interessant finden. Ja, also wir sind sehr flexibel, um aus diesen Twitter-Daten schon mal die möglichen Daten von da rauszuholen. Es ist ein bisschen schwierig, den Leuten dann zu helfen, dass sie auch wissen, was sie da genau rausholen, aber der hilft mir natürlich auch gerne mit. Und ja. Ja, bei diesem Serienradar, das ist halt. Wir gucken halt, wir haben halt so eine Datenbank mit den verschiedenen Serien, die gerade laufen. Und wir extrahieren halt die Tweets, die diese Schlüsselwörter enthalten und schauen dann an, was überhaupt die Aktivität ist, also mit welcher Serie wird viel geredet. Und dann kann man sich halt später angucken, auch in so einem zeitlichen Raster, wann viel geredet wurde. Dann sieht man zum Beispiel, dass natürlich, wenn die Serie läuft, gerade viel geredet wird, aber zum Beispiel auch, wenn sie in Amerika läuft, neue Folgen kommen, dann gibt es halt auch so einen Peak. Und dann kann man halt reinsuchen und gucken, was sind so die Schlüsselworte, die Leute verwendet haben, wie war das Sentiment, haben die Leute das gut gefunden oder nicht. Und das alles halt in Echtzeit. Also das sind diese klassischen Sachen, wo man halt so eine Box hat, diese klassischen Zuschauererfragen, das ist ja doch sehr, sehr verzögert. Warum ist das besonders? Konferenz finde ich schon sehr interessant. Also diese ganzen Technologien stellen sich ja so, die Vorträge sind auch sehr interessant. Und man sieht beides, also sowohl neue Produkte als auch, oder Projekte als auch Anwendungen. Ich finde das ein sehr guter Mix und da gibt es auch was zu kritisch. Das ist so eine sehr, sehr interessante Mischung von Leuten. Ja, ich glaube, es ist nicht für jeden was dabei. Also auch nicht. Also auf dem technischen Level, sondern auch so. Und es gab auch sehr, sehr viele Anwendungsbeispiele, was immer sehr interessant ist, wie diese Technologien jetzt tatsächlich auch angewendet werden. Das ist, glaube ich. Und ich glaube, es laufen auch sehr viele Leute herum, die vielleicht gerade auf der Stelle suchen.